Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Dark and Night. Ja, ich hatte das letzte Mal gesagt, oder das vorletzte Mal, ich weiß es gar nicht mehr, dass ich ja das so ein bisschen vergleiche mit Citadel und das vielleicht auch noch spiele. Das hat sich jetzt erledigt. Ich habe jetzt mal Citadel, wollte ich jetzt mal weitermachen, hatte auch was aufgenommen und hat ein bisschen rumgefarmt und ist nie mein Ding. Ich habe es zurückgegeben. Irgendwie hat es mir nicht so gefallen. Es war irgendwie nicht so ganz rund. Oder, meine, das ist jetzt alles Early Access, das ist hier noch nicht so alles rund, aber das war, was hat mich am meisten gestört? Ja, dass ich so viel looten musste. Also hier kriege ich ja Massen Zeug raus und das hat ewig gedauert, als ich dort alleine irgendwas mal an Gebäude mir bauen wollte. Dann dieser Skillbaum, den habe ich dort auch nicht so richtig verstanden. Ja, unterm Strich, ich meine, ich schaffe sowieso nur eins, jetzt einfach mal von der Zeit her. Und das würde dann auch alles nur zersplittern, so von meiner, naja, was ist, also das, dass mir das gefällt, wenn ich das nur so halb mit Gefallen spiele, dann, ja, das bringt niemandem was, mir bringt das nichts, euch bringt das auch nichts. Und da mache ich hier weiter auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgefarmt und man kriegt da jetzt so, wenn man hier rumfarmt und so weiter, kriegt man einen Haufen Punkte und man schaltet dann auch die ganzen Sachen frei. Und ich wollte jetzt nämlich erstmal, was wollte ich machen? Ich wollte eigentlich jetzt hier kommt ja schon wieder so ein kleiner Gnome, so ein kleiner Spacko-Gnome. Geräusch, das war doch so ein Ding. Lass mich ja in Ruhe, du. Mach nicht sowas zur Schnecke. Nein, ich wollte nämlich hier, habe ich hier vorne hingebaut, ich wollte ja nämlich, Helm habe ich schon, ich habe mich schon ein bisschen ausgerüstet. Das ist schon eine feine Sache. Ich wollte eine, sag schon, Schmiede bauen. Nee, Schmiede wollte ich bauen. Und das, was natürlich irgendwie total wenig ist, das ist dieses Fell. Ja, also ich brauche für eine Schmiede, brauche ich 30 Felle. Keine Ahnung, warum ich 30 Felle brauche. Und ich muss dann auch Haufen Tiere immer töten. Also ich meine, die armen Schafe und die armen Hasen. Ja, die anderen Sachen habe ich schon. Das ist ein bisschen blöd. Ich dachte, ach, da ist er Spacko. Alles da. Warte. Muss mal kurz rennen. 5 nehmen. Da, komm her. Oh. Ja, kennt ihr das? Oh, na gut. Weil du es bist, mache ich das gleich. Ich wollte nämlich noch kurz was zeigen. Ich kann nämlich hier mit dem... So, ich zerleg den erstmal. So. Ich kann nämlich hier Rolle. Und nach hinten, zack, ausweichen. Also muss man natürlich rechtzeitig machen. Klar, ich habe das natürlich jetzt viel zu spät gemacht. Nach vorne? Nee, nach vorne geht's nicht. Nur zur Seite, zack. Und zur anderen Seite, zack. Und zur anderen Seite, zack. Ja, also zum Beispiel diese Animation, ja. Zum Beispiel diesen Typ hier, ich, ja. In dem anderen Spiel ist das ja eine Zumutung, oder? Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also, fand ich, ja. Also, ich habe es zurückgegeben, Citadel. Hab das Geld wieder mir und werde dann noch ein anderes Spiel holen. Hab schon wieder was auf der Liste hier. Ich habe Wahnsinn. So, also, was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte eigentlich eine Schmiede hier hinsetzen. So, und wir hatten gesagt, wir brauchen für eine Schmiede, was ich nicht so verstehe, aber es ist halt so, brauchen wir Fell. Das heißt, wir müssen jagen gehen. Und dann, wenn das klar ist, dann wollte ich nämlich mich mal mit dem Zähmen beschäftigen. Da hattet ihr ja in die Kommentare geschrieben, dass man diesen Pfeil mit diesem Seil braucht. Da habe ich nämlich auch schon welche gekraftet. Und wollte die dann mal einsetzen. Das mache ich aber erstmal. Was ist das jetzt hier? Ein Schaf. Ach, die Schafe immer. Tut mir irgendwie leid. Und die Hasen. Gibt es denn hier irgendwas Aggressives hier? Irgendwas Böses? Weiß ich. Na gut, okay. Also, sorry, Jungs. Tut mir leid. Irgendwie finde ich das nicht so toll. So, und dann kriege ich immer bloß 2 von den Fellen raus. Das können sie noch mal mehr machen. Ich weiß nicht. Warte mal. Ich nehme mal die Axt. Was für ein... Kommt ihr alle her, hä? Wollt ihr alle sterben? Geht doch weg. Hallo? Das geht das gar nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Das ist ja toll. Jetzt geht's. Komisch. Okay, macht nichts. Okay, du noch. Komm, warte. So. Ja, ich kann auch nicht dafür. Das Spiel
sagt, dass ich das machen soll. Ich kann da jetzt nichts dafür. So, checken wir nochmal, ob das reicht. Das reicht wahrscheinlich immer noch nicht, ja? Ja, vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, an Fell zu kommen. 21. Ich brauche noch 9 Fell. Alter, 9 Fell. Das heißt, ich muss hier euch alle daten. Ja, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, um da ranzukommen. Das wäre eine coole Sache. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man ja irgendwelche Schafe hier, na, ihr wisst schon, hier zähmen und dann Fell abziehen oder so. Hier kriege ich gar nichts raus. Jetzt bin ich wieder schwer. 3 Stück hier. 4 gleich. Sind alle gespawnt hier. Arm Opfer. Hier habe ich wieder 2 rausgekriegt. Hm, toll. Warte mal hier. Wartet mal. Du. Du. Und du. Hm. Also ich mache das nicht gerne. Ja, ich mache das nicht gerne. Gebe ich ehrlich zu. Weil ich eigentlich sage... Hallo hier. Nur wenn ich eigentlich... ich bin schon voll, ja. Nur wenn ich eigentlich angegriffen werde oder so, dass ich dann mich verteidige. Oder zum Überleben, aber jetzt nicht bloß, um hier so eine Schmiede zu bauen. Hm. Na gut. Na gut. Tut mir leid. Tut mir leid. Dich nach. Und dann muss ich hier... So, haben wir es jetzt geschafft, endlich mal? Hab ich übersehen? Übersehen. Da oben ist sie doch. Oh Gott, ich hab's übersehen. Okay. Dann machen wir folgendes. Die kann man jetzt bauen. Echt, hab ich wieder 34 Fälle. Ich verstehe es nicht. Kraft mal das. So, mal sehen, was wir dann aus diesen ganzen Erzen oder was wir hier haben machen können. Das würde mich jetzt mal interessieren. Gut. Und jetzt bin ich immer noch zu schwer. Ne, jetzt geht's eigentlich so. Jetzt lasse ich euch in Frieden. Ja, alles gut. Okay. Das Gute finde ich auch bei dem Spiel hier, oder zumindest die Einstellung oder so, dass man jetzt trotzdem man voll ist, kann man sich dann immer noch bewegen. Außer man übertreibt es halt, dann ist man wirklich am Arsch. Aber so geht das. So, jetzt mache ich folgendes. Jetzt baue ich hier draußen die... wo ist sie? Die hier. Die Forge hin, also den Schmelzofen. Um das mal zu sehen. Und dann wollte ich, also ich bin ja jetzt hier eigentlich, ich bin ja gerade mal über die Brücke und dann habe ich ja gleich mein Haus gebaut. Ich werde dann als nächstes, werde ich auch mal ein bisschen weiterziehen, sodass wir uns mal die Gegend ein bisschen anschauen und nicht hier bloß hier bleiben, sondern das interessiert mich mal. Ich habe das jetzt auch so eingestellt, dass das eigentlich funktioniert, dass ich hier eigentlich recht lange überlebe. Und ja, das denke ich macht Sinn. So, das ist ja noch nicht so groß. So. Dann mache ich einfach mal hier so hin. Und was brauchst du denn? Du brauchst... Oh, was gibt's denn hier? Kupfer. Gut, dann brauchst du natürlich Kupfer. Und was nimmst du zum Brennen? Das Gras, das ist es ja... Das ist... Ich weiß nicht, wozu braucht man das Gras? Das ist irgendwas. Das ist hier immer 5 Kilo. Ich würde das jetzt nicht, aber hier... Das braucht kein Mensch. Im Moment noch nicht. So, also da hauen wir mal Holz rein. Würde ich sagen, Holz. Und dann natürlich... geht das schon? Ach, das ist ja das Kupfer. Ich depp. Achso, Light Fire. Genau, und dann 5-mal. Okay, wie viel brauche ich davon eigentlich? Steht das gar nicht da? 5-mal. Wahrscheinlich hatte ich 10, oder? Ich weiß es nicht. Könnte mal zurückspulen. 10. Gut, dann gibt es Kupfer. Habe ich jetzt drinnen vielleicht noch ein bisschen Kupfer? Okay, ich habe hier drinnen, habe ich nämlich auch noch ein Feuer, dass das hier ordentlich brennt. Dann habe ich mir hier mal einen Stuhl gemacht. Einfach, weil ich hier so cool drauf sitzen kann hier. So lässig und wie so ein Feldherr. Nö, so finde ich das eigentlich schon irgendwie ein bisschen besser. Auch das Bauen ging schneller als Zitadelle. Also ist meine persönliche Meinung. Andere haben vielleicht andere Meinung. Das ist okay. So, das nehme ich mir drüber. Was ist das jetzt eigentlich? Sulfur? Mhm. Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Müsste ich dann mal nachschauen, was das ist. Weil das gibt es auch in rauen Mengen. Also in rauen Mengen. Okay. Und hier hinten. Hier haben wir noch Kupfer. Sehr gut. Hier. 100, also 200. Das sind dann 200, 200, 200. Und das auch nochmal 200. Also es ist ja...
Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Zumindest im Moment noch nicht. So, dann gehen wir ja nochmal hin und machen etwas. Nee. Ach. Halten. Machen etwas Kupfer. Gut. Dings 9. Sehr schön. Und dann fällt das ab. Was ist das eigentlich? Ach so. Aschekohle. Gut. Und jetzt könnte man natürlich, können wir schauen, was ich dann, wenn ich das mit rübernehme. 1,5 Kilo. Da sind die Barren ja recht klein. Ah ja, kann ich erstmal was machen. Warte mal, ich mach mal das, weil dann kommen diese Kobolde nicht von hinten und hauen mir einen drüber. Gewicht, das ist immer zu knapp. Egal, was man macht, das ist immer zu wenig. So, an sich kann ich jetzt hier nichts weiter machen, oder? Das war jetzt alles. Ja, gut. Na gut, da kann das vor sich hin rödeln. Und wir schauen mal, was ich jetzt noch so machen kann. Und den habe ich 8, das ist in Ordnung. Dann habe ich den Bogen, da habe ich 29 Pfeile. Die Frage ist, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Genau, ich habe 17 von denen und 29 von denen. Ich weiß nicht, ob das reicht, 17. Ich habe da jetzt keine Ahnung. Das müsste man mal sehen. So, und was ist das? Das ist dann ein Sattel. Okay, und das ist dann irgendwie so eine Sense. Und das hatte ich schon gemacht. Den habe ich auch gemacht. Und jetzt könnte man natürlich noch das Bett reinstellen. Wobei, ich habe ja den Schlafsack, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber man könnte dann eigentlich jetzt nochmal diesen Tisch machen. Wobei, ich, ja, wie gesagt, ich wollte eben woanders hin. Ich wollte woanders hin und dann dort eine ordentliche, schöne, große Hütte bauen. Und, ach so. Das ist ja hier die. Das ist ja so eine Art Map. Das hattet ihr auch gesagt, dass man gar keine Karte in dem Sinn hat, sondern man muss das hier nicht bauen. Und da werde ich das mal machen. Was, oh Gott, was ist denn das? Also, das kriege ich ja beim Sammeln, okay. Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Salz. Oder was? Salz. Okay, warte mal. Ach ja, hier, ich hatte ja das innen drinne schon reingebaut. Dann schauen wir mal nach, ob es dort diese Salz gibt. Ich nenne es mal Salz. Salz? Ja, das ist es. Und, na toll, was mache ich daraus? Quarzsand. Ach! Ist es das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Oder ist es das nicht? Nee, das ist das. Okay. Ja, hier steht es auch. Sulfur. Oder Sulfat. Und das ist ja okay. Na gut, dann machen wir. Dann kraftet der dabei hier mal. Und das, was ist denn das dann? Warte mal. Quarz. Das ist aber Stein. Woher kriege ich denn Quarz? Hier raus? Nee, das ist das magische Zeug. Das hatte ich hier von dem Gerüppe. Oh, das spoilert. Oh, kann ich irgendwas machen draus? Kann man checken. Also hier nicht. Also Quarz brauche ich. Woher kriege ich Quarz? Weil das brauche ich ja dann. Okay. Also, was kann ich da eigentlich aus... Ah, aus dem machen. Ruhen. Fürst, genau. Dann kraft mal alle 8 mal weg hier. Dass das hier nie weg. Ja, ist schon. Genau. Okay, und gleich hier Haufen anlockt. Das ist schön. Alchemie steigt. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, ein bisschen an diese Sache, dass man im Prinzip nicht so richtig das festlegen kann, sondern dass man das nur steuert, indem man hier oben diese Sachen absolviert. Das ist eigentlich, an sich ist es auch wieder nicht so schlecht, weil ein dann, sage ich mal, vielleicht am Anfang so ein bisschen abgenommen wird, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig, was braucht man als erstes, was braucht man erst als zweites oder drittes. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel bei dem Bauen hätte ich als erstes eine Rampe, auch für Stroh, gern gehabt. Die gibt es, glaube ich, erst
Hier gibt's die Rampe, oder? No. Oder hier unten, das ist die, oder? Ja, naja, irgendwie sowas. Hier eine Leiter, genau. Das hätte ich gerne am Anfang gehabt. Und, also zumindest auch schon für das Strohding. Na gut, aber so ist es so. So ist es eben so. Dann ist es eben so. Die anderen Sachen, ja gut, die mache ich mittlerweile nicht mehr. Das kann man vielleicht dann später mal ein bisschen einschieben. Das Hausmanagement, da weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Das müsste ich in der Stadt machen. Das lohnt sich vielleicht, wenn man irgendwie mal einen Surfer hat oder so. Und das, ja, gut, das sammelt sich. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich diese zwei hier noch übrig. Okay, ich brauche wahrscheinlich dann mehr. Und die vergammeln aber nie. Genau, die sind da. Das ist schön. So, jetzt können wir das machen. Glas und das Quarz. Quarz. Wie kriege ich Quarz? Das würde mich mal interessieren. Woher kriege ich Quarz? Woher kriege ich Quarz? Und, und wie kann ich das bauen? Die Ressource? Aha! Ja, na, das ist nett. Das ist nett. Und hier kann ich dann das, was wir alles schon haben, was wir kennen. Quarz würde ich gerne wissen, wie man Quarz macht. So, ich würde dann aber erst nochmal schauen. Vielleicht mache ich auch nochmal hier. Hätte ich den nicht irgendwie schon mal gehabt? Na gut, da brauche ich Holz. Okay, dann gehen wir erstmal fix Holz holen. Das brauchen wir sowieso immer. Machen wir jetzt im Moment gar nichts. Zack. Und weg mit dir. Und jetzt bauen wir so ein Zauberstäberle. Ist denn das für ein Geräusch? Das würde mich echt mal interessieren. So, den haben wir hier. Dann nehmen wir den hier hin. Hier unten wird es langsam voll. Und die 8. Vielleicht muss ich den auch nehmen zum Craften, also hier zum Abbauen Quarz kriegen. Müssen wir mal sehen. Also wenn ich den aktiviere. Und ich, wie war das? Wenn ich dann hier irgendwas mache, dann kriege ich hier nichts. Und hier auch nichts. Ach, ich muss hier, glaube ich, was aktivieren, oder? Irgendwas reinlegen. Okay. Das war, glaube ich. Wo ist denn das? Habe ich das schon gebaut? Das hatte ich, glaube ich, schon gebaut. Warte mal. Das vergammelte Zeug, das können wir wegwerfen. Ja. Hier, das hier. Genau, das müsste doch eigentlich so sein. Und dann müsste ich das doch eigentlich. Ich habe das doch schon hier. Warum? War das nie irgendwie zu aktivieren hier? Genau so. So, und jetzt? Geht's jetzt? Schon vergessen. Doch. Genau, aber das klappt wahrscheinlich nur bei den großen Sachen, oder? Also nicht so sehr bei den kleinen. Okay, dann machen wir es halt immer beim Baum. Gut. Bei dem? Geht das bei dem? Nee. Doch. Ach, ich muss ihn nur wahrscheinlich anvisieren. Ne? Oh, jetzt wird er freigeschaltet. Ohne Ende, Alter. Das ist cool. Na, das ist doch lässig. Da kann ich mich ja da komplett noch ausrüsten hier. So, warte mal. Ich probiere das mal, was bei dem passiert. Ja, im Prinzip kann ich ihn auch. Aber nicht so doll, ja. Und da kriege ich, okay. Gut. Was ich machen wollte, war Stein. Genau. Quarz. Aber kriege ich auch nicht. Stein und Sulfur. Okay, jetzt habe ich bestimmt hier wieder irgendwas massiv gekriegt. Ja, das hier. Ja, das geht eigentlich noch in dem Fall. 4 Kilo, das ist hier 50 Kilo. Hab Scholz ja gleich. Quarz. Also ich würde das jetzt als Quarz interpretieren, oder?
Achso, jetzt haben wir zum Beispiel so, dass das zu schwer ist. Und jetzt kann ich die 7 aktivieren. Und? Wir können schneller laufen. Wir können mehr tragen. Das ist auch eigentlich ein cooler Zauber, finde ich. So, wie spät haben wir denn? Viertel 4. Das geht noch, das ist okay. Also, ich hau hier erstmal wieder Zeug rüber, was ich nicht brauche. Fleisch gibt es natürlich auch massiv. Das kann ich natürlich ins Feuer werfen. Und dann... Von denen, das ist natürlich nicht schlecht. Warte mal, ich hau erstmal hier... Achso, das ist sogar alle. Das passt. Das passt. Ja, das Fleisch. Ohne Ende Fleisch. Ach, das geht gar nicht mehr. Aber das ist wenigstens okay. Dann hauen wir das hier noch rüber. Und wir hauen hier das Fleisch hin. Und das hauen wir auch rüber. Beziehungsweise hauen das weg. Und dann lassen wir es eigentlich so. Wir lassen so hunderte. 100 Fleisch. Ja, der bruselt noch. Wie sieht's hier aus? Hier ist alles noch gut. Beziehungsweise das Fleisch ist alle. Wie viel stapeln sich hier? Das stapeln sich bis 50, ja? 100. Ja. Brauchen wir mit zu uns. Also, das, was ich jetzt nicht weiß, das ärgert mich ein bisschen, ist wie Quarzsand. Warte mal. Stein? Ach, ich Depp. Oh, da stand's doch. Ich muss nur mal lesen. Stone. Genau. Oh, nee. Alter. Ah, okay. Also, ja. Es ist schon besser, wenn man des Englischen mächtig ist. Das hilft. Das ist. Okay, ich rede hier weiter. Gut. So. Jetzt kann das nämlich hier schön vor sich hin arbeiten und nehme ich das rüber, nehme das auch gleich mal rüber, können wir nämlich schön die Steine verbauen, verballern. Genau, ja. Das kann ja dabei arbeiten. Das kann ja echt arbeiten. Ja, dann warte doch mal. So, also, was hat man gesagt? Jetzt kann man nämlich das machen. Wahnsinn, das kann man nämlich auch gleich mal machen. Ja, Glasflasche. Wollen wir mal 2 kraften? Wie viel sind das? 18, da brauchen wir noch ein bisschen Steine. Das können wir machen. Wir machen mal 2. Gibt es auch wieder Punkte. Und... Papier? Bitte brauchen wir Papier. Können wir mal machen. Einfach so. Weil es dann irgendwelche Punkte gibt. So. Ach ja, die Map war's. Alter, die Map war's. Vergesse es schon wieder immer. Weil so viel gibt es da. So, jetzt ist die Frage, wie fülle ich das? Kann ich das mit Wasser füllen? Dann müsste ich aber an irgendeinen Fluss ran. Den habe ich jetzt nicht da. Okay, also, wir konzentrieren uns erstmal und machen erstmal noch heute die Map. Ja? Wir machen nochmal die Map. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Stein. Ich habe jetzt hier, glaube ich, nirgendwo Stein irgendwie eingelagert. Nee. Nee, ach ja, das... Das mal hier alles verarbeiten. Ne? Hier rein alles. Da kann der hier, wenn das reinpasst. Ja, müsste reinpassen. Gut. Und dann 400. Mach, arbeite. Tu. Kann man hier wirklich dann sich auch einen kleinen Arbeitsraum oder so einrichten, wo man hier die ganzen Sachen alles farmt und dann das alles verarbeiten kann. So. Ach, da kommt noch was. Ach komm, hallo. Warte mal, wir machen den mal. Wobei, der ist friedlich. Nee, ich habe ja gesagt, ich will nicht unbedingt so einfach so aus der Laune heraus jemanden töten. Das will ich eigentlich nie machen. Darauf habe ich keinen Bock. Ich werde jetzt noch ein bisschen Stein brauchen. Ich brauche Stein und eigentlich müsste doch so sein. Ach so, das teste ich mal. Bin ich mit dem Stab besser oder bin ich mit der Axt besser? Okay, wir machen mal die 8.
Und jetzt ist... Nee, die 8. Wieso geht das nicht? Ach, ich muss das erst wegstecken, oder? So, und jetzt die 8. Ja. Ach, das ist nicht der Stab, meine Güte, sondern das ist hier... Das ist hier... Aber wieso geht denn das nicht? Oder jetzt die 8? Doch. Okay, und jetzt krieg ich einen Stein. Das ist doch nix. Das ist doch nix. Nämlich die 3. 10, 12. Okay, das ist besser. Aber warum habe ich dann hier so viel von dem anderen Kram? Das verstehe ich nicht. Wieso ist das noch da? Verschwinde. Okay. Also, wir brauchen jetzt, wir müssen uns nochmal konzentrieren auf dieses, um auf das zu machen. Beziehungsweise, da mache ich Folgendes, weil wir hatten ja hier, hätte hier noch ein zweites gemacht. Hallo? So, das lege ich hier rein. Dann 7. Ach, wir machen das mal hier. Wir machen das mal hier draußen. Hier draußen haben wir doch Platz. Ich habe da extra das Zeug gebaut. Hier so. So. Und jetzt aufmachen. Stein rein. Und alles kraften. Und was war das jetzt? Knochenmehl. Knochenmehl. Hier. Ja. Hallo? Och, ich dachte schon. 80 Kraft. So, wir haben 13. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das reicht. Dann muss ich das andere eben nochmal abbrechen. Inventory. Bauen. Map. War das hier? Ja. Und uns. Oh, 25. Gut. Das heißt, es kann trotzdem hier vor sich hinrödeln, weil wir brauchen wieder Stein. Also, wir brauchen heute Stein. Ja. Das ist auch die Frage, warum es da so wenig gibt. Hier 6 Stück. 3 Stück und 50 von den anderen. Das vor allen Dingen dann später, wenn man aus Stein baut. Ich meine, da habe ich doch das gleiche Problem. Nee, das hier. So. Okay, warte mal. Da machen wir mal Folgendes. Weil das nervt. Alter, das nervt. Troppen, Troppen, Troppen brauche ich nur wirklich nicht. Hm? So, wie viele Steine haben wir? 30. Okay, schaffen wir die erstmal wieder zurück. Kumpel, hi, alles klar. So. Okay. Aufmachen. Stein rein. Das Kraften 30. Gut, und du kriegst derweil hier. Nee, anmachen. Ah, ich vergesse das immer mit diesen Halten. Search, und du bekommst von mir hier noch. Ach, 3 ist natürlich nicht so viel. Kriege ich gerade 1 zurecht. 1 raus, gut. So, ich will jetzt die Map haben. Ich will die Map haben. Ah, ja, den geht schön schnell. Gut. So, haben wir es jetzt geschafft. Da ist die Map. So, jetzt schauen wir mal an, ob das klappt. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre cool, wenn das so ist. Wenn ich das richtig interpretiert habe. 3 Stück kriegen wir schon. Das ist natürlich immer schön, weil... Klar, das ist ja nur beim Bauen. So. Dann schauen wir nochmal uns an, das als Abschließung, als abschließende Handlung heute. Das ist die 7. Ach, das ist es. Okay. Wir sind hier und... Okay, was sagt mir das jetzt? Kann ich irgendwelche Punkte machen? Kann ich irgendwas... da hinten... Wie lange hält das? Kann ich irgendwas machen damit? E, halten für Optionen.
Nee, nicht demolieren. Was? Das war's? Ah, oh, das ist ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Map. Also, dann machen wir das gleich nochmal. So, also. Ach, geht doch mal außen dicht. Kann ich hier rumgehen? Ja, ich kann hier rumgehen. Okay. Ach, das ist da klein. Also hier hinten ist, kann ich hier reingehen? Ja, gut. Also hier, das ist die Sichtrichtung, aber ich denke mal, hier bin ich halt, hier oben bin ich. Das heißt, ich könnte, naja. Ich mach da lang. Andererseits braucht man die Map nicht. Andererseits, ich meine, es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn man mal keine Map hat, sondern einfach mal sich überraschen lässt, wo es lang geht. Also, wenn man es jetzt positiv uminterpretiert. So, na gut, liebe Leute. An sich, ich habe Durst. Ich glaube, ich muss ein paar Beeren essen. Die sind auf der Null. Und dann geht das wieder. Genau, machen wir mal hier so 20 Beeren. Ja, da steigt es wieder. Und ja, also wir haben das jetzt gesehen. Ich, wie gesagt, ich bleib bei dem Spiel jetzt hier. Das gibt es hier weiter so peu à peu. Ich werde dann mich erstmal ein bisschen auf Pirsch machen, beziehungsweise werden es dann erstmal mit den Zähmen probieren als nächste Mal und dann machen wir halt nochmal eine Runde. Ich werde das dann hier so stehen lassen, einfach weiterziehen. Ich meine, Rohstoffe gibt es ja genügend. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar neue Sachen freigeschaltet hier. Genau, Holzschild und so ein paar Sachen, die werden wir dann auch als nächstes kraften. Oh, ich denke erst, wenn wir dann einen neuen Platz gefunden haben. Das ist cool. Ne, das muss ich sagen, gefällt mir irgendwie. Das ist gut. Dann bauen, werden wir schön bauen hier. Holz und Stein. Gut, liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.